Heute werfen wir einen Blick auf 25 unvergessliche Awardshow-Momente, die so auf jeden Fall nicht geplant waren. Es wird mit Sicherheit unterhaltsam, also dranbleiben und abonnier Alphaloop für mehr. Beginnen wir, indem wir dem legendären Schauspieler Jim Carrey zuhören, wie er erklärt, was es bedeutet, ein mehrfacher Golden Globe-Preisträger zu sein. I am two-time Golden Globe-Winner Jim Carrey. You know, when I go to sleep at night, I'm not just a guy going to sleep. I'm two-time Golden Globe winner Jim Carrey going to get some well-needed shut-eye. Bei Mark Twain Comedy Award 2011 ließ Comedian Will Ferrell seine Trophäe fallen und sie ging zu Bruch, noch bevor er sie bewundern konnte. Seine Reaktion ist unbezahlbar. Boy, okay. Seine Rede nach dem Zerbrechen der Trophäe war ebenso urkomisch und brachte das Publikum zum Lachen. As I stare at this magnificent bust of Mark Twain, I vow to take very special care of it. Natalie Portman konnte es sich nicht verkneifen, auf das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern auf der Liste der Nominierten für die beste Regie bei den Golden Globe Awards 2018 hinzuweisen. And here are the all-male nominees. Only accidents, crimes, wars will still kill us. Wir sind uns nicht sicher, was Eric Cantona in diesem Clip meint, klingt aber tiefgründig. Habt ihr ihn verstanden? Billy Crystal hatte einen Überraschungsauftritt bei der Oscarverleihung 1992, als er voll bekleidet als Hannibal Lecter auf die Bühne gerollt kam. Ich bin mir nicht sicher, wie ich reagiert hätte, wenn ich im Publikum gesessen hätte. Tina Fey und Amy Poehler hatten ein paar schräge Ratschläge für die Moderation der Emmy-Verleihung 2013. Schon krass, wie sie austeilen, während die Menge durchdreht. Take your pants off! Take your pants off! I come to award shows for the twerking! No, stop, no! Meredith Weaver war so emotional, als sie einen Emmy Award einsagte, dass sie ihre Dankesrede nicht einmal lesen konnte. Der schnellste Abgang in der Geschichte der Emmys. Gotta go, bye! I gotta go. Bye. Nein, das hier ist nicht gefotoshoppt. Das hier ist Lady Gaga, die in einer Eierschale über den Teppich der Grammy-Verleihungen transportiert wird. Sie weiß wirklich, wie man einen Auftritt hinlegt. Alles am Auftritt dieser beiden großartigen Schauspieler bei den Golden Globe Awards 2017 war einfach nur außergewöhnlich. Der arme Stevie muss einem allerdings ein bisschen leid tun. And my dad took me to see Fantasia. There, standing in the lobby, was my mom. She told my dad that she wanted a divorce. Wer mag Rebel Wilson nicht? Und ihre urkomische Rede bei der BAFTA-Verleihung 2020 zeigt, warum sie so ein Entertainer ist. Sie ist etwas Besonderes. Sorry, I was just told backstage that no one's getting a massive gift bag tonight. Instead, you're all getting a gifting wallet. That's also the nickname of my vagina. Chris Rock enttäuscht nie, besonders wenn er eine so große Show wie die Oscars moderieren soll. Well, I'm here at the Academy Awards, otherwise known as the White People's Choice Awards. I thought about quitting. I thought about it real hard. And the last thing I need is to lose another job to Kevin Hart, okay? Nichts ist besser als der Versuch von Rami Malek, die Aufmerksamkeit von Nicole Kidman bei den Golden Globe Awards 2019 zu bekommen. Selbst er konnte sich hinterher nicht mehr vor Lachen halten. Armer Malek, mehr Glück beim nächsten Mal. Es ist Tradition, dass die Gastgeber der EPSI Awards die Sportler roasten und John Cena hatte etwas Besonderes über LeBron James und Kevin Durant zu sagen. Okay, LeBron, you used to be a good guy. And then you turned into a bad guy. And now you're a good guy again? And you left the NBA hanging. What are they gonna do when they don't have a bad guy? They're gonna make a new one.
Dieser Typ schien ein bisschen zu viel Spaß zu haben, als er die Sängerin Normani auf dem roten Teppich beobachtete. Ihm scheint auf jeden Fall zu gefallen, was er sieht. Hier ringt Jacqueline Bisset nach Wort, nachdem sie bei den 71. Golden Globes endlich einen Preis eingesackt hat. Okay. I'm gonna get this together. Michael Jackson wurde ein bisschen zu emotional, nachdem er von Britney einen nicht existierenden Preis als Künstler des Jahrtausends erhalten hatte. Nur wusste er nicht, dass der Award nicht echt war. Oh Mann, schon peinlich. If someone had told me that one day I would be getting as a musician the Artist of the Millennium Award, I wouldn't have believed it. This is really amazing. I can't believe it. Madonna hätte wahrscheinlich nicht mit einem solchen Move gerechnet, bevor sie bei den Brit Awards 2015 die Bühne herunterstürzte, aber sie und ihre Tänzer reagierten sehr professionell. Kann uns jemand sagen, worum es Emma Thompson in ihrer Dankesrede für die James Empire Awards 2014 ging? Wirkt auf jeden Fall nicht vorgeschrieben. Napkins, you know. Penile attachments, I mean anything, and now there's this sort of thing that we're all going to get sucked into at the end of the night. Lily Allen und Elton John hatten eindeutig einen zu viel im Tee, als sie auf der Bühne der GQ Men's Award 2008 standen. We reach a very special point in the evening. Well, you're gonna have another drink. Elton, you know what, I'm 40 years younger than you. I can still snort you under the table. James Cordens und Patrick Stewarts kurzer Austausch in diesem Clip wirkt auf jeden Fall nicht geskriptet. Ziemlich witzig die beiden, aber zum Glück haben sie sich schnell wieder gefangen. I want to speak to James here. It's James, isn't it? Don't stand at the back of the stage with your hands in your pockets, looking around as though you wished you were anywhere but here. But when you come up and present an award, just f***ing get on with it. There we go. Adele war eindeutig nicht amüsiert über Cordens unhöfliche Unterbrechung ihrer Dankesrede bei den Brit Awards 2020. Sie ist total ausgeflippt. Armer James. I'm so, so proud to be British and to be flying our flag and I'm so proud to be in the room with all of you. And I can't believe I'm about to cut me off. I'm so sorry. Can I just say then, goodbye and I'll see you next time round, yeah? Ladies and gentlemen, it's Blur! Jeremy Renner schien einen tollen Tag als Co-Laudator neben Jennifer Lopez zu haben. Sie sehen wie das perfekte Paar aus. And the Golden Globe goes to... You want to open it? You want me to? Yeah. I have the nails. Yeah, you got the Globes too. Und das war's auch schon wieder. Wenn du jetzt noch am Start bist, dann like dieses Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere Alpha Loop. Hau rein und stay Alpha!